So, wir sind noch einmal hier am Anfang der Mission und probieren das Ganze dann doch gleich nochmal. Eventuell diesmal einfach ein wenig schneller, ein wenig effektiver, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, wir wissen ja, was wir zu tun haben. Wir müssen hier die Westruine müssen wir gar nicht. Dann sollte ich mich vielleicht diesmal nicht so damit aufhalten. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich weiß es nicht. Problem war vielleicht auch dieses kleine Vieh, das hier die neuen Leute beschwören kann. Wobei ich da auch nicht weiß, wo das jetzt eigentlich war. Es wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet, aber wo? So, jetzt bin ich bestimmt auch noch auf der falschen Seite. Ne, doch nicht, ich komme hier auch rein. Okay, dann gehe ich hier rein. Hier weiß ich ja, dass Bomben helfen. Von daher, wo ist es denn da? So, das heißt, jetzt haben wir immerhin schon mal eine Festung erobert. Dann als nächstes kümmern wir uns schnell wieder um Volga, hoffentlich diesmal auch noch mal ein bisschen schneller. Ja, ich denke, dass Sheik eben vertrieben wurde, hat auch nicht gerade geholfen. So, wo bist du denn? Das ist ja echt doppelt fies. Sehr schön. Achso, ich kann ihn angreifen, das war gar kein Angriffspunkt. Ah, jetzt habe ich es verpasst, oder? Ne, ich habe es verpasst. Ja, ich dachte schon. Ich würde die beiden Festungen ja erobern, aber ich muss mich jetzt zuerst mal um den Typ hier kümmern. Na super. So, jetzt aber. Haut drauf. Sehr schön, das ging relativ fix und dann kann ich mich auch ganz schnell um die Festung kümmern. Ich bin nämlich quasi kurz davor. Wobei ich zuerst hier vielleicht nochmal Sheik ein bisschen aus der Patsche helfen sollte.
Gute scheint kämpferisch ja noch nicht so ganz auf der Höhe. So, den Rest kommst du klar, ne? Ich kümmere mich in der Zeit um die Festung. Hoffe ich. Ja, Imper kann sich um den Osten kümmern, das brauchst du aber nicht mehr. Ich bin nämlich gleich schon fertig. So, und ich gucke diesmal wirklich, dass ich vielleicht mich ein wenig mehr um die Festung kümmere, bis ich zum Endgegner komme, in der Hoffnung, dass die gegnerischen Truppen überhaupt nicht bis nach unten kommen zu uns zum Hauptquartier. Das heißt, auch hier den Vorposten, der zum Glück ganz schnell fertig zu machen ist. Und dann achte ich einfach mal darauf, ob auf der Karte irgendwo neue Gegner herkommen. Und hier ist einer geflohen. Sauerei. Hier wird nicht geflohen. Doch, hier rückt irgendwer. Wo kommen denn hier die ganzen Gegner schon wieder her? Schweinerei. So, um Imper sieht es ja momentan richtig böse aus. Aber, ach so kann ich sie heilen, okay. Manchmal kann ich sie heilen, das ist auch gut zu wissen. Und ja, die nehmen Kurs auf unseren Spezialisten. Ich habe das schon gemerkt. Ich wollte halt ein bisschen aufräumen. Na gut, dann räume ich eben so rum auf. Mein Gott. Mache ich das eben tatsächlich mit dem Spezialisten, das Beschützen. So, wo ist er denn, der Spezialist? Da, rennt er rum. Wo rücken die denn? Ach so, okay. Na gut, dann kümmere ich mich... Darum kümmere ich mich jetzt. Also erstmal muss ich den Spezialisten allerdings nochmal hier ein bisschen beschützen, fürchte ich. Dann kümmere ich mich um die gegnerischen Gruppen im Westen, damit die gar nicht erst in die Nähe des Hauptquartiers kommen. Wobei ich halt leider Gottes immer noch auch den Spezialisten beschützen muss. Er sollte hier allerdings ankommen, das heißt, ich flitze möglichst schnell nach unten. Beziehungsweise nach Westen. Da entlang. So, um den muss ich mich leider dann noch kümmern.
Der ist nämlich stark, da kommen die normalen Soldaten nicht, wahrscheinlich nicht mit klar. So. Das Skulltula wurde zufällig auch noch hier gesichtet irgendwo, das ist sehr praktisch. So, jetzt habe ich den dicken Boss natürlich nicht erwischt. Ah doch, ich habe ihn erwischt. Sehr schön. Hier soll irgendwo eine Skulltula sein, ich höre sie auch. Ah, da ist sie. Ja, in dem Fall nehme ich sie halt einfach mal mit. Schade, definitiv nichts. Und kümmere mich mal hier um das Westheiligtum der Göttin. Das mich eben wahrscheinlich den Sieg gekostet hat, weil von hier nämlich die ganzen Gruppen weitergerückt sind, ohne dass ich was gegen machen konnte. So, das habe ich jetzt erobert, das heißt von hier kommen keine Gegner mehr. Sehr schön, dann gehe ich hier in die Mitte, kümmere mich darum noch. Ich sehe hier rote Flecken. Rote Flecken sind immer schlecht, sind nämlich Gegner. Da ist ein Vorposten oder sowas, hinten Hauptmann auf jeden Fall. Genau, der Vorpostenhauptmann, der wird jetzt auch noch wieder gestreckt und dann sieht es, denke ich, auf der Karte zumindest mal relativ gut aus, auch für unser Hauptquartier dann letztendlich. So, das heißt, ich kann hier jetzt in aller Ruhe hier wieder bemerken, dass das hier verschlossen ist. Das heißt, ich gehe ja außenrum. Ne? Wobei, da unten sind viele Gegner, die gerade irgendwo eindringen, das gefällt mir nicht. Bleibt sie hier draus? Mein Schloss, beziehungsweise meine Ruine. Das weiß ich zu beschützen. So. Gut, dann kümmere ich mich jetzt um mein eigentliches Ziel. Eile, aber Eile mit Weile. Hier wurden die Mani wieder gesichtet, scheinbar, da oben, okay. Dann kümmere ich mich diesmal tatsächlich um die, jetzt wo ich weiß, wo sie stehen, gar kein Problem. Wobei sich das so einfach sagt, momentan ist es ja noch hier gedings versperrt. So, und ja, die rücken vor, das ist mir durchaus bewusst, aber was soll ich denn machen? Ich muss ja hier trotzdem erstmal die Ostruinen räumen. Ich bin jetzt halt hier.
was sagen wir denn, meiner Torwächter? Guck mal, warum war ich denn hier noch nicht? Das heißt nämlich, die Tore hier sind offen, das bringt mir gar nichts. Gut, aber ich kann mich hier um irgendwelche Gegner kümmern, die scheinbar hier auf Krieg aus sind. Da sind die Magi, also Magus, ein Magus, mehrere Magi, alles klar, gut. Dann kümmere ich mich allerdings zuerst mal um den hier, bevor der nochmal neue Gegner beschwört. Ja, ich muss jetzt hier zwischendurch mal ein bisschen aufräumen. Ich weiß, das dauert jetzt ein wenig, aber ich schätze mal, für komplett die Mission wird sich das definitiv lohnen. Einfach weil ich dann nicht das Problem habe, dass mein Hauptquartier hier so mir nichts, die nicht mal angegriffen wird. Gerade hier mit den Power-Up-Bomben lässt es hier relativ schnell, denke ich mal, noch aufräumen, bevor ich dann wieder zurück zu meinem eigentlichen Ziel bresche. So. Gut. Gehe ich mal hier rum. Hallo. So, Leute, lasst mich hier mal durch. So, kein Bock jetzt. So, kommt ihr hier klar oder? Ich hoffe doch. Ihr werdet ja wohl so ein paar kleine Gegner hier fertig machen können. So, komm, das schafft ihr. Kann ich mich nämlich endlich mal um die Ruinen kümmern, weil ich die ganze Zeit schon machen soll. So.
mal sagen, das war sehr effektiv. Und ein weiteres Mal haben wir den Boomerang erhalten. Allerdings kümmere ich mich trotzdem noch. Na ja, gut, hier die paar Gegner könnten mir eigentlich egal sein. Ich will mich ja eigentlich um. Hier erstmal wieder den Vorposten kümmern. Das heißt, da kommen keine neuen Gegner mehr. Dann zerstöre ich hier die Tentakelwand auch noch und gehe schnell zu den Ostruinen. Dann habe ich nämlich die komplette Map eingenommen. Zumal hier auch schon der Festungskommandant wartet. Das heißt, es geht schnell. So, das sieht doch einiges besser aus. So als Grundlage für das Besiegen des Endgegners. Sondern sie hat immer noch einen Triforce und freut sich darüber, dass wir hier... Ah, jetzt verstehe ich warum zwei. Okay. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Ich verrate allerdings noch nicht warum. Merkt euch einfach mal, dass Sheik und Link hier beim Triforce-Thema mit 2 betitelt wurden. Ja, das macht später durchaus mehr Sinn. So, ich würde jetzt eigentlich gern den Ruinenplatz da erobern. Aber ich fürchte, ich muss mich nach wie vor zuerst um den Endgegner kümmern. Der giftige Tentakel. Der giftige Tentakelraum. So. Das heißt für mich, ich renne zu meinem Handler. Und ich bin schon ganz froh, dass es meiner. Wo renne ich denn rum? Dass es meinem Hauptquartier vergleichsweise gut geht. Ich finde es nur ganz blöd, dass jedes Mal nach einer Zwischensequenz ich wieder neu anfangen muss zu rennen. Ich könnte um einiges schneller an bestimmten Orten sein, wenn ich nicht ständig nochmal anfangen müsste zu rennen. Aber okay. Zwischendurch mal noch kurz den Hauptmann hier besiegt. So, war es das jetzt? Nee, oder? Da lebt immer noch einer. Stirb jetzt. Unfassbar. Die lebt immer noch. Jetzt habe ich sie erwischt. Okay. Dann kann es jetzt rund und abgehen. Leider habe ich ganz knapp auch verpasst, die Magie einzusetzen. Ich dachte, das reicht noch. Hat es allerdings nicht. So kann man sich irren. Dafür habe ich sie jetzt schon wieder. Und kann in Ruhe angreifen. Das hat schon wieder nicht gereicht, weil die Attacke so ewig gedauert hat. Mann, das ging eben irgendwie schneller. Ja, ich würde ja auch gern. Ich bin noch nicht rausgekommen. Mein Gott.
Vor allem brauche ich mal wieder Herzen. Weil ich natürlich auch noch das Elixier habe, das ich notfalls einsetzen kann. So, das Spielchen kennen wir auch schon. Sie zieht sich jetzt zurück. Das heißt, ich sammle hier erstmal ein bisschen Herzenmaterial und so ein und gehe dann in Richtung des Ortes, an dem sie auftaucht. Hier erscheinen jetzt nämlich die ganzen Tentakel aus dem Boden. Wenn ich den richtigen Weg wählen würde, käme ich auch ganz schnell zu der Tentakel, zu der ich tatsächlich hin muss. Vielleicht unterwegs noch ein paar Herzen einsammeln, wenn hier irgendwelche rumliegen. Das ist ganz praktisch. Ansonsten, das hier war sie, glaube ich, noch nicht. Ne, da unten, das war sie. Das heißt, ich muss hier durch, da unten hin und dort mich um die Tentakel kümmern. Und praktischerweise erscheint sie dann auch hier. Wie, das war leider nicht die Kreatur selbst. What? Wohin war sie hier? Schweinerei. Okay. Dammit, hätte ich das gewusst. Ich dachte, die wäre immer am selben Platz, weil vorhin war sie nämlich da unten. Das heißt, ich muss jetzt die Tentakel alle nochmal abklappern und hoffen, dass ich irgendwann den richtigen finde. Ist ja unpraktisch. Das hätte ich mir eben zeitlich nicht leisten können. Hier quer durch die Map zu rennen, wegen diesem blöden Tentakel. Ich konnte es mir ja nicht mehr leisten, echt schnell zu sein. So, vielleicht nehme ich hier das Material noch mit. Vielleicht habe ich ja hier die richtige Tentakel. Wenn nicht, renne ich wirklich zu jeder Tentakel. Ja, das war so klar. Dass es jetzt die allerletzte Tentakel sein muss, zu der ich hinkomme. Unfassbar. Allerletzte Tentakel, ja, da rennst du quer durch die Map und die letzte Tentakel, die ist es dann. Oh, okay, den Angriff kenne ich noch nicht. Der Angriff ist neu. So, jetzt muss ich hier wieder warten, bis die Köpfe hier mal wieder grün werden. Was sie hoffentlich gleich mal wieder tun. So, danach, genau, kann ich meinen Bumerang einsetzen und habe sie erwischt. Dann setze ich gleich meinen Spezialangriff ein und verschwende gar nicht erst irgendwie Zeit. Dann reicht es nämlich hoffentlich vielleicht noch. Nein, reicht es nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht, weil ich so langsam bin. Ah, verdammt. Mann, Kacke. Blöde Wände hier, die nichts bringen. So, jetzt habe ich drei getroffen. War ich schon wieder zu langsam, um sie alle vier zu treffen? Ach, das ist doch zum Kotzen, ist das doch. Weil dann geht es nämlich so einfach. Ein Schlag, weißt du, ein Kackschlag, für den ich dann keine Zeit hatte. Jetzt ist er nämlich besiegt. Mann, 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 Mann. Aber gut. Sie wurde besiegt, das heißt, es steht nichts zwischen uns und Shia. Das heißt, wir rennen hier jetzt quasi dahin. Tatsächlich sind wir einfach schon da. Und werden mit der nächsten Zwischensequenz belohnt, die Mission dann endlich erfolgreich beendet. Von daher genießt sie und ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal.
Sophia had already claimed the Triforce of Power. From Link, she stole the Triforce of Courage. The Triforce of Wisdom was the birthright of the royal family of Hyrule. Yet she bore it when Sia attacked. Once Sia possessed all the pieces of the Triforce, she used its incredible power to bend time and space and open doorways through the ages. Portals to three eras appeared. Lana explained to the others that a gate of souls had been opened in each of these eras, and it was through these gates that the monsters came. By opening these gates, Sia had released the fragment of evil spirit imprisoned in each of the other eras. The task before the heroes was therefore to travel through each portal and close its gate. Once all the gates were closed, they could begin repairing the damage Sia had inflicted on their land. With time growing short, Link and his allies split up to handle all three gates simultaneously. They each vowed to close their gate and return safely. Wie immer, nach einem gewonnenen Kampf kümmern wir uns hier zunächst mal um den Bazar. Und ihr habt es eben im letzten Part gesehen, dadurch, dass ich jetzt zwei Bildfragmente habe, wurde die Stufe des Bazars quasi höher. Das heißt, ich kann jetzt mehr schmieden, die Tränke halten länger, bla bla bla, keine Ahnung. Und ich kann jetzt auch das Angriffsrepertoire von zum Beispiel hier Link erhöhen, indem ich das Kokiri-Schwert 2 schmiede. Und da gehe ich doch direkt mal hin und mache das. Wirbelattacke mit Combo. Halte mit einem Einhänder X gedrückt. Alles klar. Das kann ich da oben noch. Ausdauerfrucht. Die Schwachpunktanzeige lässt sich einfacher reduzieren. Das ist auch eine starke Sache. Ausdauerfrucht kennen wir aus Skyward Sword auch wieder. So, sehr schön. Ansonsten kann ich hier nichts mehr. Dingsen? Okay, wow. Das wird jetzt natürlich teuer. Ansonsten gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas stärken können. Ich habe jetzt nämlich hier. Ja gut, ich habe diese 96er Waffe, aber immer noch nichts, was ich darin verbauen könnte. Von daher bringt mir das ja immer noch nichts. Genauso wie hier. Ja gut, ansonsten, ich habe hier Impa und Sheik, die beide relativ schwach sind. Die brauche ich aber in der nächsten Mission, also einer von denen zumindest. Ihr seht es ja hier, empfohlen wird Impa mit ihrer Wasserattacke. Ich wähle allerdings wahrscheinlich trotzdem mal Sheik, weil Sheik hatten wir schon mal. Impa hatten wir schon mal, Sheik hatten wir noch nicht. Das heißt, ich werde mich hauptsächlich mal darum kümmern, dass Sheik ein wenig gestärkt wird. Impa soll mir dann relativ egal sein.
natürlich auch hier das Kokiri-Schwert nutzen. Bei ihr Waffenkammer brauche ich eigentlich gar nicht zu gucken, da habe ich ja immer noch nichts bekommen. Logischerweise, ich habe ja noch nie mit ihr gespielt. Und zum Trainingsraum mal gucken, wie weit ich hochkomme. Na, immerhin bis Stufe 12. Das kostet mich allerdings auch fast alle meine Rubine. Ich hoffe, das lohnt sich. Dadurch wird der nächste Kampf vielleicht nicht allzu schwer. Dadurch, dass ich schon, was Waffen angeht, im Nachteil bin. Naja. In dem Fall bleibt dem tatsächlich einfach mal zu hoffen. Zumal ich auch noch nie mit Sheik gespielt habe, bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so im Allgemeinen wird, jetzt mit Sheik zu kämpfen. Mit Lana kam ich ja nur halbwegs gut klar. Da kämpfe ich mit Link oder mit Impa um einiges besser. Ja, ansonsten habe ich hier meine Rubine alle verbraucht. Ich habe Sheik wenigstens ein wenig aufgestuft. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für den Moment. Und wir steigen gleich wieder ein, wenn wir eine dieser drei Schlachten wählen. Und zwar den Todesberg. Wobei ich dazu sagen muss, das möchte ich jetzt noch kurz erwähnen. Soweit ich das erkenne, wäre die Story vielleicht sogar tatsächlich eine ganz gute Weitererzählung der Skyward Sword Story. Auch wenn es tatsächlich eine sehr lange Zeit sein müsste, die da vergangen ist. Aber mein Gott, das ist es ja zwischen The Legend of Zelda Spielen wahrscheinlich öfter. So gut kenne ich mich mit der Timeline an sich auch noch nicht aus. Von daher lasse ich die Story, wie gesagt, sie ist sowieso nicht kanon, einfach mal gut sein. Freue mich auf die nächste Schlacht und ich hoffe ihr auch. Und ihr seid wieder dabei, wenn wir uns im Todesberg mit Sheik durch einen Haufen Gegner metzeln.